Man merkt es dann am Set, dass sich Dinge verändern. Deshalb, wir sind auf einem guten Weg, aber wir sind wirklich noch nicht komplett nachhaltig unterwegs. Da ist noch viel Luft und es ist auch, kann auch großen Spaß machen, sich damit zu beschäftigen. Hi Lukas, du gehörst ja neben Maria Erich und Lea Van Acken zu den Nachhaltigkeitsbotschafterinnen und Botschaftern des Deutschen Filmpreises. Wie genau kann man sich eure Arbeit vorstellen? Was sind eure Aufgaben? Die Hauptaufgabe ist vor allem einfach die Sichtbarkeit der Arbeit von der Akademie nach außen zu tragen, Sichtbarkeit zu schaffen für die ganzen Bemühungen, jetzt vor allem auch der Zertifizierungsprozess. Weil die sagen, naja, was sollen wir denn machen? Also wir brauchen irgendjemand, der was erzählt, der was postet, der da ist für Interviews und so. Und da wir privat einfach uns auch mit dem Thema auseinandersetzen, sehr intensiv und einfach authentisch sind, haben sie uns dann gefragt, ob wir das machen wollen. Und haben wir gesagt, ja, natürlich, weil es super wichtig ist, dieses Thema einfach überall zu streuen und authentisch dabei zu bleiben. Und wie nachhaltig würdest du sagen, ist die deutsche Filmbranche aktuell? Ja, gut, also wir sind auf einem Weg. So. Also die Filmbranche überhaupt an sich ist natürlich, ging immer sehr verschwenderisch mit Dingen um. Ne? Materialien, Ressourcen, Strom wird rausgeballert und so. Was jetzt schön ist, ist, dass das Bewusstsein mittlerweile wirklich angekommen ist. Es gibt Panels. Jetzt gibt es sogar, um im nächsten Jahr Förderung zu bekommen, muss man jetzt Auflagen erfüllen. Also Nachhaltigkeit ist angekommen, es ist da. Insofern ist jetzt ein Wandel, der wirklich jetzt gerade schon ein paar Jahre vorher schon begonnen hat, aber jetzt gerade auf dem Höhepunkt passiert. Und das ist total schön mitzubekommen, dass auch ja, Förderung, Produzenten, Produzentinnen wirklich checken, sagen, okay, was können wir verändern? Man merkt es dann am Set, dass sich Dinge verändern. Deshalb, wir sind auf einem guten Weg, aber wir sind wirklich noch nicht komplett nachhaltig unterwegs. Da ist noch viel Luft und es ist auch, kann auch großen Spaß machen, sich damit zu beschäftigen. Neue Jobs entstehen dadurch zum Beispiel auch, also Green Production Management und sowas. Also wirklich Leute, die sich nur darum kümmern, das ist super toll. Hast du denn Beispiele, was konkret gemacht wird, wenn du ja auch am Set bist? Was kriegst du da mit? Also was ich natürlich jetzt am direktesten mitbekomme und was ich auch finde, was privat ein super effektiver Weg ist, da geht es ums Essen, Catering. Wenn du auf Fleisch verzichtest, dann sieht man wirklich, also in so einer CO2-Bilanz, siehst du wirklich den Riesenunterschied bei einem großen Team. Eine der letzten Produktionen für die Konstantin-Filme zum Beispiel, da hatten wir ein- oder zweimal die Woche gab es Fleisch und sonst war es halt einfach vegan, manchmal auch vegetarisch. Und das hätte man sich wirklich vor 10 Jahren oder so, das hätte man sich nicht vorstellen können. Da gab es so viel Gegenwind. Mittlerweile merken die Leute, ja, ich habe voll viele Gerichte sind vegan, die ich sonst auch esse. Und sagen dann, gut, dann gibt es dienstags und donnerstags Fleisch und sonst auch alles cool. Also da hat auch niemand groß gemeckert. Ich bin wirklich auch im Team rumgegangen, habe gefragt, hey Leute, wie ist denn das jetzt so für euch? Gibt es da Ärger? Wie findet ihr das und so? Und so, ja, ist okay. Also das war total schön zu hören. Das habe ich am allermeisten bemerkt. Dann merkt man auch so bei der Technik tatsächlich, schmule ich manchmal so rein, dann sagen die so, ja, die Technik ist schon, also jetzt hier gehen wir viel über LED. Das geht manchmal nicht wegen Licht und Bildrate und so, aber da wird viel verändert, das merkt man. Man merkt auch, dass zum Beispiel so Gruppenfahrten oder bei kleineren Produktionen, dass es auch okay ist, so ich komme selber ans Set mit dem Fahrrad oder so. Das war früher auch so einfach, nee, versicherungstechnisch geht das nicht. Auf einmal sind Sachen möglich, wo man schon merkt, so hey, cool, klar, komm, wir fahren alle zusammen zu viert, schmeißt raus. Dann ist auf einmal ein Elektrowagen da, statt ein Verbrenner und so. Also solche Sachen merkt man schon, da merkt man diesen Wandel einfach. Du hast jetzt ein paar Sachen angesprochen, die leichter sind wahrscheinlich umzusetzen. Gibt es aber auch irgendwie Herausforderungen und Schwierigkeiten? Ja. Also ich habe das selber gemerkt, als ich bei einem Kurzfilm mitgearbeitet habe. Und da ist natürlich das Größte ist einfach immer die Energiegewinnung. Also das ist ein riesen Thema.
Catering auch super, auch easy umzusetzen, aber Energiegewinnung. Wir brauchen Strom am Set. Wir drehen im Wald, keine Ahnung. Und dann kommt einfach dieser riesen Generator-Klops. Und wenn man jetzt mal guckt, okay, wo haben wir Generatoren, die oder einfach große Akkus, die Strom gespeichert haben? Und da ist einfach, da gibt es schon was. Das kostet dann teilweise aber mehr Geld beim Ausleihen zum Beispiel. Oder es gibt bei manchen Firmen wirklich nur einen davon. Und man sagt, na klar, wenn wir jetzt hier irgendwie 400 Produktionen haben, in Deutschland gerade irgendwie, dann geht das nicht, dann funktioniert das nicht so einfach. Also da ist auf jeden Fall Luft nach oben und es ist einfach ein Riesenthema und es ist ein super technisches Thema, wo man nicht selber sagen kann, ey, das mache ich jetzt mal so, weil ich habe keine Ahnung davon. Ich kriege das dann nur so auf so Podiumsdiskussion mit, wenn dann wirklich jemand von der Lichtabteilung sagt, wir müssen hier so und so viel kW brauchen wir und dann hatten wir den Stromgenerator, der irgendwie ein Akku war sozusagen und das, der ist dann alle, wenn wir mal rechnen, wenn wir hier voll beleuchten, der ist dann nach 6 Stunden alle. Wir drehen aber 12. So und solche Sachen, das sind noch die großen Probleme und da muss ich ehrlich sein, da bin ich auch nicht weit genug drin, um jetzt zu sagen, jetzt sind genug davon da, von diesen Akkus. Ich denke, das ist ein großes Ding, wo wir noch viel Luft nach oben haben. Aber vielleicht in den nächsten Jahren, wer weiß. Das wird auf jeden Fall passieren auch. Da bin ich mir sicher, das wird passieren. Und jetzt auch, wo die Förderung sagt, gibt es Pflichtpunkte, die erfüllt sein müssen. Und da wird auf jeden Fall Stromgewinnung, also auch wenn man irgendwie anzapft, dass es Ökostrom sein muss und so, das wird auf jeden Fall das werden Punkte sein und das wird gemacht in den nächsten Jahren. Und in unserem eigenen Leben, wir müssen ja, um nachhaltig leben zu können, ja auch bestimmte Strukturen und Gewohnheiten durchbrechen. Wie schwer fällt dir das persönlich? Mir persönlich? Also nicht so schwierig, also irgendwie, weil ich eine Begeisterung dafür habe. Weil ich aber auch, das muss ich auch ehrlich sagen, weil ich auch privilegiert bin. So, es geht mir gut, ich verdiene Geld. Ich kann dann irgendwie unverpackt einkaufen, wenn dann irgendwie die Sachen ein bisschen mehr kosten und so. Das ist mir auch immer wieder bewusst geworden, wenn Leute sagen, das ist aber manchmal auch Geldsache. Das stimmt wirklich, ja. Das stimmt. Manchmal so beim Obstkaufen auf dem Markt und so, da ist es keine Geldsache. Man kann easy zum Beispiel die Ernährung umstellen. Das ist auch der einfachste Punkt. Also will ich jetzt nochmal euch mitgeben, wirklich so zu sagen, okay, ich gucke mir mal meinen Frühstücksteller an. Da kann man wirklich easy was machen. Zum Beispiel, meine Mama hat immer ihren Kaffee mit Milch getrunken. Da habe ich einfach mal mit ihr so gequatscht. Und sie so, ach Mann, hör doch auf, ich will meine Bärenmarke, irgendwie so. Und dann hat sie tatsächlich mal dann so eine Hafermilch sich geholt. Oder ist dann, glaube ich, irgendwie bei Mandelmilch gelandet. Auf jeden Fall keine tierische Milch. Und sie meinte, weißt du was, die schäumt super. War total toll, bis sie ihre Marke gefunden hat. Und ich habe keine Bauchschmerzen mehr nach dem Kaffee trinken. Also solche Sachen, die teilweise auch Leuten nicht bewusst sind, oh, also meine Verdauung ist besser geworden. Solche gesundheitlichen Sachen sind auch ein schöner Nebeneffekt, der da auch passiert. Und wenn man es nicht schafft, weil man sagt, es ist mir zu viel, dann nimm dir nicht so viel vor, dann fang einfach Stück für Stück an. Ja, beim Frühstück halt mal die Milch austauschen und mittags mal das und mein Sandwich schmiere ich jetzt mal ohne Thunfisch. Oder so einfach mal so Kleinigkeiten, die machen einen riesen Unterschied. Also man sieht es beim Catering zum Beispiel von der Lola, 50% CO2 wurde eingespart, weil wir auf vegetarisches Catering umgestiegen sind. Das ist enorm. So. Also man kann da privat was machen. Hast du jetzt noch mehr Tipps darüber hinaus, wie wir alle im Alltag nachhaltiger leben können? Ich glaube, eine ganz wichtige und auch relativ einfache Sache, die uns aber oft einholt, ist dieses so, oh, ich habe da jetzt Bock drauf und ich will es jetzt kaufen. Egal, was es ist, ob es jetzt ein Deko-Ding ist oder Kleidung oder oh, ich will jetzt aber ein neues haben. Da ertappe ich mich selber auch immer wieder und merke auch so, oh, schwierig, weil könnte ich mir jetzt kaufen. So, der ist ja auch schon irgendwie ein bisschen am Wackeln und ein bisschen kaputt, könnte ich mir jetzt kaufen. Und da sich wirklich zu fragen, brauche ich das gerade wirklich? Zum Beispiel zu sagen, ah, ich gehe nochmal aus dem Laden raus und wenn ich morgen immer noch dieses Ding haben will und so, dann hole ich es mir. Und es ist wirklich in 99% der Fällen, ist man wieder zu Hause und sagt, nee, komm, das kriege ich hier irgendwie noch gefixt oder ich drehe das, dann ist der Riss hinten oder. Also man konsumiert
oft sehr, sehr viel, was man einfach nicht braucht. Und diese Frage sich zu stellen, brauche ich das wirklich, ist ein Riesending zur Nachhaltigkeit hin in unserem privaten Leben. Verbraucht überhaupt keine Ressourcen außer diesen kurzen Gedanken. Und sonst wirklich die einfachste Art, sehr viel CO2 einzusparen, aber auch Wasser und Landrodung und alles, ist, indem man sich immer öfter für vegane Optionen entscheidet und auch ja, ohne Stress einfach wirklich mal gucken, oh, das mache ich jetzt mal, jetzt sitze ich hier, jetzt bestelle ich mal was Veganes. Morgen nicht, aber heute mache ich das mal. Und schon hast du was getan und dann merkst du, oh, voll lecker, bestelle ich nächstes Mal nochmal und schon kommt da was ins Laufen, was super easy ist. Ja, ansonsten, klar, beim Thema Plastik kann man natürlich auch, also da fangen die Firmen ja auch schon an, viel zu machen, da kann man natürlich auch schauen, immer mehr Läden bieten an, so zum Beispiel jetzt irgendwie einzelne Hülsenfrüchte oder so, verkaufen die dann in Boxen, kann man sich dann abnehmen und so. Da sind die Preise teilweise auch günstiger als die abgepackten. Da fangen jetzt auch so ganz normale Supermärkte an, immer mehr, dieses Unverpackt sozusagen. Das ist auch eine wirklich schöne Sache, da auf Plastik zu verzichten. Und genau, wenn man mehr von was braucht, kann man auch mal einfach mehr nehmen und braucht nicht diese 5 Plastiktüten dann kaufen. Das sind so Kleinigkeiten. Man nimmt einfach seine Trinkflasche mit, statt überall so Plastikflaschen zu kaufen und so. Das wären so kleine Tipps, die ich noch so auf den Weg geben kann. Ja, voll gut. Ich würde nochmal das Thema wechseln tatsächlich und zum deutschen Film einmal oder auf den deutschen Film einmal zu sprechen kommen. Und zwar in Zeiten von Streamingdiensten, wo siehst du so die Herausforderung für das deutsche Kino? Eigentlich, also klar, eine Herausforderung ist, alles konzentriert sich auf diese Streamingdienste, the hype is real. Aber irgendwie wird immer wieder gesagt, ah, Kino stirbt aus. Ich glaube das wirklich nicht, weil dieses Erlebnis im Kino zu sitzen, jeder hat da seine Sachen, einfach das Popcorn zu riechen, die Nachos zu futtern oder einfach dieses Gebrummel von den Menschen, das Lachen, die Reaktion. Also da ist so eine Energie im Raum, die kann man jetzt schwer beschreiben, aber das hat man einfach nicht, wenn man zu Hause vom Fernseher sitzt. Und es geht nicht nur um die Größe der Leinwand oder so, aber auch die Größe der Leinwand, selbst wenn du einen Beamer zu Hause hast, es ist nicht das Gleiche. Der Sound, also du erlebst einen Film im Kino anders. Deshalb denke ich, die Herausforderung ist vielleicht sogar einfach immer wieder sich klar zu werden, so Kino ist was anderes, wir müssen keine Angst haben. Das Einzige, was jetzt passiert, ist, dass ja immer diese Kooperationen sind. So erst läuft er im Kino ein bisschen, dann kommt er beim Streamer. Und da muss man natürlich irgendwie schauen, dass man wirklich Kino attraktiv macht. Ich habe jetzt gemerkt, teilweise werden die Eintrittspreise günstiger und dann Popcorn geht in die Höhe oder andersrum. Also da sind, glaube ich, die Kinobetreibenden so, die müssen auf jeden Fall irgendwie darauf reagieren, dass die Leute sagen, ach komm, heute bleibe ich zu Hause. Und ihr Ass im Ärmel ist einfach dieses Erlebnis. Und das wird nicht weggehen. Deshalb bin ich da irgendwo beruhigt. Und sonst bin ich kein Experte, der weiß, wie kann man das jetzt machen. Aber einfach wirklich mit diesem Kinoerlebnis, was einzigartig ist, kann man immer punkten. Ja, total. Zum Beispiel im Zoopalast, wenn dann dieser Regen kommt, ja, in meinem großen Kinosaal. Das ist super schön. Wie nimmst du die Imageentwicklung des deutschen Films wahr? Also ich habe eine kleine positive Sache gerade so im Kopf. Und zwar, dass die nominierten Filme dieses Jahr, weil beim deutschen Film sind oft ein wirklich harte Brocken, mega tolle Filme, aber wo man manchmal sagt, erreicht es denn auch so wirklich die breite Masse? Und dann sehe ich jetzt so Filme, die nominiert sind. Zum Beispiel habe ich, ich kann da nicht so viel drüber reden, aber ich habe jetzt Contra zum Beispiel habe ich gesehen und habe gesagt, das ist ein wunderschöner Film und der schreckt auch nicht so viele Leute ab, weil, uff, ganz schöner Brocken, nee, da will ich gar nicht reinsehen, wenn ich den Trailer sehe. Das ist halt oft so, weil wir beschäftigen uns damit, wir gucken die Filme. Aber weil du sagst, Image vom deutschen Film, wir wollen ja, dass viele Leute Begeisterung für das deutsche Kino haben. Und da freue ich mich, dass dann solche Filme da sind, die funktionieren, die haben mein Herz erwärmt. Das war einfach ein richtig toller Film und es freut mich und es ist kein krasser Arthouse-Film oder so und der funktioniert und der ist schön und der
bringt eine Geschichte mit. Genauso wunderschön habe ich nicht gesehen, aber ich würde es auch so einschätzen. Das ist auch kein mega Arthouse-Film und funktioniert. Und das ist so für mich so ein bisschen, das freut mich total, das zu sehen, dass ja, da so ein kleiner, da so was Kleines passiert, dass wir solche Filme als in der Kategorie bester Film sehen. Du hast es schon so ein bisschen mit angesprochen. Sollte sich das deutsche Kino vielleicht auch einfach mehr trauen? Zum Beispiel, wir haben ja Filme wie Rabir Konats, die welcher so ein bisschen Komödie und Drama verbindet. Sollte das deutsche Kino sich dahingehend vielleicht einfach mehr trauen? Ja, das mit dem Trauen ist so eine Sache. Ja, klar. Ich meine, ich bin persönlich total der Marvel-Fan. Ich wette, jetzt kommen Leute und sagen, um Gottes Willen. Also jetzt habe ich gerade wieder eine neue Serie gesehen von Marvel, wo ich wirklich denke, wow, was für Themen ihr behandelt, wie ihr die hier aufarbeitet. Das hat nichts mit Amerika zu tun oder so. Das ist unabhängig davon. Es geht um Menschen. Und wo ich so denke, ja, wirklich dieses Trauen. Aber es ist doch schon immer das Thema mit dem Trauen. Ich merke natürlich, ich werde jetzt älter. Ich merke, wie meine Kollegen auf einmal Drehbücher schreiben. Eine Freundin von mir schreibt jetzt Drehbücher und ein Kumpel, der dreht seine eigenen Filme. Und ich merke so, vielleicht ist das auch nur meine Bubble, weil ich jetzt in das Alter komme, wo man auf einmal sagt, okay, vielleicht produziere ich mal einen Film, vielleicht mache ich das mal. Aber das gibt mir dann immer total Hoffnung, weil ich sehe, wie die ticken. Das ist eine andere Generation. Ich glaube, eine offenere und mutigere Generation. Und deshalb bin ich da total optimistisch, dass dieses Mutige passiert. Zum Beispiel habe ich jetzt auch Liebesdings für die Konstantin-Film gedreht. Und ich finde Annika Decker unheimlich mutig. Der Stoff war richtig toll zu lesen. Und dann beim Dreh dachte ich so, okay, mal gucken. Ne? Das entsteht ja mal dreimal der Film. Beim Dreh war es genauso. Auch der Dreh sowieso mega schön, respektvoll. Es war so ein schönes Gefühl am Set, also ein Arbeitsklima. Und dann beim fertigen Film genauso, wo ich sage, Dankeschön. Weil diesen Mut, diese Stoffe dann einfach durchzuziehen, wie man sich das vorgestellt hat und so, den brauchen wir auf jeden Fall. Und ich glaube, der kommt immer mehr auf. Hast du, glaube ich, auch recht. Kannst du vielleicht generell nochmal zusammenfassen, wo so ein bisschen die Stärken, die Schwächen aktuell beim deutschen Film liegen? Naja, ich würde wahrscheinlich sagen, die Schwächen sind, dass wir uns an Dingen festhalten, die manchmal vielleicht gar nicht mehr zeitgemäß sind. Und gleichzeitig ist die Stärke, dass wir trotzdem schöne Geschichten erzählen, tolle Komödien haben. Also die Stärke ist, wir haben gute Filme. Auch wenn wir irgendwie historisch rangehen, haben wir richtig starke, starke Sachen, die für manche vielleicht zu düster oder zu schwer sind. Aber das ist auch eine Stärke vom deutschen Film. Und die herannahende Generation und die Leute, die jetzt anfangen, mit ihren Ideen einfach mutig ranzugehen. Das ist eine Stärke und die wird jetzt immer mehr hervorkommen. Und der deutsche Film wird nachhaltiger. Ich finde, das ist ein super schönes Schlusswort eigentlich schon. Dann danke ich dir auf jeden Fall für dieses schöne Interview.